Wir leben in einer Zeit, in der Gott und der christliche Glaube in der Gesellschaft immer mehr an Bedeutung verlieren. Daher suchen viele Familien für ihre Kinder Schulen, welche nicht nur die nötigen Kompetenzen, sondern auch bleibende Werte vermitteln und insbesondere die Kinder im christlichen Glauben erziehen und bestärken. Genau das wollen wir hier bieten. Das Institut Santa Maria liegt im Kanton St. Gallen in der Schweiz und führt eine staatlich anerkannte Privatschule für Jungen mit Internat. Zurzeit haben wir 113 Schüler hier am Institut, 107 davon sind intern. Und die Schüler kommen aus Mitteleuropa, Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Luxemburg, Frankreich, Liechtenstein und Ungarn. Wir wollen eine Schule sein, in der die Kinder eine zeitgemäße wissenschaftliche Ausbildung erlangen, wobei wir den Kindern gleichzeitig auch christliche Werte vermitteln wollen. Ja, erstens einmal ist die Schule hier sehr schön gelegen, mit einer schönen Aussicht ins ganze Land. Und andererseits hat man hier eben Schüler, die katholisch sind, die den Katholizismus, den Glauben auch im Alltag leben. Und von der Schule her ist natürlich der Rahmen so, dass Gott auch im Alltag eine Rolle spielt. Das ist vielleicht der Unterschied zu anderen Schulen. Die Schüler sehen, ob man gläubig ist oder nicht, wie man zum Glauben steht, und sie ordnen das ein. Wenn sie sehen, der Mathematiklehrer und der Physiklehrer ist gläubig, dann ist das für die Schüler schon eine Botschaft. Und wenn man eben im Unterricht Themen behandeln kann, die das Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Religion betreffen, dann kann man natürlich auch ganz konkret von der wissenschaftlichen und von der gläubigen Seite her so ein Thema beleuchten und eben aufzeigen, dass es vielleicht Spannungsfelder gibt, aber nicht in dem Sinn Widersprüche. Die Schüler können hier den Realschulabschluss und den Sekundarschulabschluss erwerben. Außerdem bieten wir ein Kurzzeitgymnasium an, wobei wir die Schüler auf die Ablegung der Schweizerischen Maturitätsprüfung in Bern vorbereiten, mit Schwerpunktfach Latein. Insgesamt arbeiten 30 Personen am Institut. Im Betrieb sind es 7, angefangen bei Betriebsleiter, Küche, Hauswirtschaft, Sekretariat, Reinigung. Dann in der Schule sind es 15 Lehrer. Im Internat sind 5 Priester, 2 Ordensbrüder und 2 Betreuer tätig. Also die Aufgabe des Sekretariats ist vor allem, den Priestern so viel wie möglich Arbeit abzunehmen, damit sie auch mehr Zeit und Kapazität für die Jungs haben. Natürlich auch den Kontakt zu den Eltern aufrechtzuerhalten, damit sich die Eltern mit den Anliegen und ihren Fragen möglichst immer melden dürfen und eine Anlaufstelle finden hier. Und auch den Kontakt zwischen den Schülern und den Eltern zu wahren, also damit die Schüler eben einmal in der Woche telefonieren dürfen oder die Eltern den Kindern. Und das Sekretariat steht auch immer offen für Anliegen der Schüler, wenn sie etwas brauchen für die Schule, sei es Schulmaterial, seien es Kopien oder etwas ausdrucken. Auch für die Krankenpflege, wenn sie sich mal nicht gut fühlen, dürfen sie sich hier melden. Ja, möglichst wie zu Hause. Nach einem anstrengenden Schulalltag mit Unterricht und den Hausaufgaben möchten wir den Schülern ein großes Angebot an Freizeitmöglichkeiten bieten.
Wir haben einen Fußballplatz. Wir haben eine Turnhalle, dann einen schönen Aufenthaltsraum mit zwei Billardtischen, einen schönen Leseraum, Musikhörraum und auch eine große Bibliothek und einen Kraftraum, wo die Schüler ihre Kräfte loswerden können. Uns ist es wichtig, dass die Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung haben, eine Beschäftigung, an der sie auch Freude haben, sei dies im sportlichen Bereich, im kulturellen, musikalischen Bereich oder auch im handwerklichen Bereich. Bei 113 Schülern gibt es verschiedene Talente. Die einen sind mehr handwerklich begabt, andere mehr intellektuell. Und wir versuchen durch unsere Freizeitangebote auch diesen verschiedenen Talenten zu entsprechen. Das heißt, jene, die jetzt handwerklich begabt sind, bieten wir Holzprojekt an, Elektrikprojekt mit Modelleisenbahn oder auch das Lederprojekt. Für jene, die künstlerisch begabt sind, haben wir ein Theaterprojekt oder Blechbläserensemble, ein Streicherquartett. An den Wochenenden gehen wir deswegen auch oft mit den Jugendlichen in die Berge, sei es auf Klettersteige, zum Skifahren. Wir haben als Wert für unsere Schüler auch die Persönlichkeit, die katholische. Und die wollen wir vor allem fördern durch das gemeinsame Gebet. Wir treffen uns mit den Schülern morgens schon zum Morgengebet, ein kleines Mittagswort mit dem Engel des Herrn und am Abend versammeln wir uns zum gemeinsamen Rosenkranz. Das ist uns sehr wichtig, dass wir auch durch die Gnadenvermittlerin die Kraft von oben bekommen und den Tag beenden wir mit dem gemeinsamen Abendgebet. Wir haben jeden Tag die Möglichkeit für die Schüler, die Heilige Messe zu besuchen. Am Mittwoch und Freitag ist es gemeinsam und sonst ist es freiwillig. In unserer Pädagogik orientieren wir uns ganz besonders auch am Heiligen Don Bosco, dem Jugendapostel. Der Heilige Don Bosco, er hat einmal gesagt, dass für eine erfolgreiche Erziehung das Vertrauen zwischen Pädagogen und Jugendlichen eine entscheidende Bedeutung spielt. Und das versuchen auch wir im Alltag zu fördern, indem wir uns auch Zeit nehmen für die Schüler, indem wir für die Schüler da sind und auf diese Weise versuchen, deren Vertrauen zu gewinnen. Bei der Erziehung ist der Blick auf den ganzen Menschen entscheidend. Es geht um eine ganzheitliche Erziehung. Das bedeutet, dass wir den Blick ganz bewusst darauf richten, dass Kinder ein Leib und eine unsterbliche Seele haben, die es für die Ewigkeit zu retten gilt. Der Heilige Don Bosco hat Freude an den Jugendlichen gehabt. Aber nicht nur das. Er hat auch den Kindern und Jugendlichen Freude am Glauben, Freude an der Tugend vermittelt. Gutes tun, fröhlich sein und die Spatzen pfeifen lassen. Das heißt, man bemüht sich um die Tugend, man will auch aktiv dem anderen Gutes tun und man nimmt die Sachen eher von der positiven Seite. Sie sollen überzeugte Katholiken sein, die auch stolz sind auf ihren Glauben. Daneben möchten wir auch natürliche Tugenden und Gewohnheiten ihnen mitgeben. Wir legen auch Wert auf Pünktlichkeit, Ordnung, Kameradschaft, dass die Schüler lernen, miteinander liebevoll umzugehen, was sie dann später auch im Beruf und in der Familie brauchen. Dieses gute Miteinander. Unser Ziel ist, dass die Kinder hier am Institut zu selbstständigen,
christlichen Persönlichkeiten heranreifen, die mit den komplexen Herausforderungen des Lebens zurechtkommen werden.